zwei. Und drei. Oh, da seid ihr ja. Hallo, liebe Freunde. Hallo, Louis. Hallo, Joko. Joko und ich wollen übers Wochenende segeln gehen. Und dafür müssen wir noch eine Menge Sachen einpacken. Die Badetasche, den Rettungsring, die Karte. Sei vorsichtig, Joko. Oh nein. Alles in Ordnung? Ja, ich glaube schon. Oh nein, die Karte. Sie ist total nass. Ist das schlimm? Ohne Karte können wir unmöglich aufs Meer hinausfahren, weil wir dann nicht wissen, wo wir sind. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh, ich habe eine Idee. Ich weiß, wer uns da ganz sicher helfen wird. So, wer denn? Ich male uns ganz einfach einen Blauwal. Yippie! Habt ihr das gehört? Habt ihr vielleicht Lust, einen Wal mit uns zu malen? Ja, einen ganz großen! Einen Moment. Aber Louis, wie soll uns denn der Wal helfen? Wirst schon sehen. Um einen Blauwal zu malen, fange ich wie immer mit dem Kopf an. Ein großes Rechteck mit abgerundeten Seiten. Dann male ich ein schönes rundes Auge mit einem Punkt in der Mitte. Also bei so einem großen Kopf hat er doch ganz bestimmt ein riesiges Maul. Ja, da hast du recht, Joko. Der Wal hat ein sehr großes Maul. Und jetzt male ich seinen Rücken, Joko. Genauso. Und wie sieht seine Schwanzflosse aus? Ein bisschen wie ein Herz. Warte, 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 das mache ich. Richtig? Perfekt. Dann male ich den Strich weiter bis zum Kopf. Ich darf aber die kleine Flosse hier nicht vergessen, die wie ein Dreieck aussieht. Und schon ist er fertig. Sehr gut. Dann müssen wir ihn nur noch ausmalen. Tja, das ist nun mal so. Tja-la-la-la-la, wir Wale sind ja auch die größten Säugetiere der Welt. Guten Tag, meine Freunde, mein Name ist Steven. Hallo, Steven. Steven, wir wollen einen Segelturn machen, haben aber keine Karte. Könntest du uns vielleicht sagen, wo es lang geht? Aber ja, selbstverständlich. La 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 la. Ich bin ja ein super Fremdenführer. Denn wir Wale schwimmen Tag ein, Tag aus durch die großen Weltmeere und das macht uns gar nichts aus. Das ist ja unglaublich. Vom Norden geht es nach Süden hin und obwohl wir so plump aussehen, haben wir einen super Orientierungssinn. Deswegen bin ich im Wasser in meinem Element der beste Fremdenführer, den man wohl kennt. Du singst also immer, wenn du auf Reisen gehst, ja? La 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 la. Aber sicher doch, das Schönste für uns Wale ist immer noch das Singen, womit wir unseren lieben Weibchen ganz oft große Freude bringen. La 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 la. Habt ihr das eben gehört, ja? Die Waldame Rosa antwortet mir. Da schwimme ich doch gleich mal zu ihr. Lalalala. Oh, der taucht einfach ab. Aber was machen wir jetzt? Wie sollen wir jetzt unseren Segelturn machen? Das wirst du gleich sehen. Um einen Blauwal zu malen, fangt ihr mit dem Kopf an. Ein großes Rechteck mit abgerundeten Seiten. Dann kommt ein schönes, rundes Auge mit einem Punkt in der Mitte. Und ein riesiges Maul. Dann malt ihr den Rücken. Und daran die Schwanzflosse, die ein bisschen wie ein Herz aussieht. Dann malt ihr den Strich weiter bis zum Kopf. Ihr dürft aber die kleine Flosse hier nicht vergessen, die wie ein Dreieck aussieht. Und dann könnt ihr ihn ausmalen, wie ihr wollt. Ah,
Hallo, meine lieben Freunde. Mein Name ist Helen. Hallo, Helen! Helen, wir brauchen jemanden, der uns bei unserem Segeltörn den Weg zeigt. Nanu? Oh, wo ist sie denn hin? Da bin ich. Und los geht's, Freunde. Seid ihr bereit, in See zu stechen? Und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, auch einen Wal zu malen, dann viel Spaß. Also, bis bald, Freunde. Bis bald, Louis. Bis bald, Joko. Könntest du uns vielleicht sagen, wo es lang geht? Aber ja, selbstverständlich. La 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 la. Ich bin ja ein super Fremdenführer. Denn wir Wale schwimmen Tag ein, Tag aus durch die großen Weltmeere und das macht uns gar nichts aus. Das ist ja unglaublich. Vom Norden geht es nach Süden hin und obwohl wir so plump aussehen, haben wir einen super Orientierungssinn. Deswegen bin ich im Wasser in meinem Element der beste Fremdenführer, den man wohl kennt. Du singst also immer, wenn du auf Reisen gehst, ja? La 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 la. Aber sicher doch, das Schönste für uns Wale ist immer noch das Singen, womit wir unseren lieben Weibchen ganz oft große Freude bringen. La 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 la. La 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 la. Habt ihr das eben gehört, ja? Die Waldame Rosa antwortet mir. Da schwimm ich doch gleich mal zu ihr. La 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 la. Oh, der taucht einfach ab. Aber was machen wir jetzt? Wie sollen wir jetzt unseren Segeltörn machen? Das wirst du gleich sehen. Um einen Blauwal zu malen, fangt ihr mit dem Kopf an. Ein großes Rechteck mit abgerundeten Seiten. Dann kommt ein schönes, rundes Auge mit einem Punkt in der Mitte. Und ein riesiges Maul. Dann malt ihr den Rücken. Und daran die Schwanzflosse, die ein bisschen wie ein Herz aussieht. Dann malt ihr den Strich weiter bis zum Kopf. Ihr dürft aber die kleine Flosse hier nicht vergessen, die wie ein Dreieck aussieht. Und dann könnt ihr ihn ausmalen, wie ihr wollt. Hallo, meine lieben Freunde. Oh, ist das schwer. Und eins. Und zwei. Und drei. Oh, da seid ihr ja. Hallo, liebe Freunde. Hallo, Louis. Hallo, Joko. Joko und ich wollen übers Wochenende segeln gehen. Und dafür müssen wir noch eine Menge Sachen einpacken. Die Badetasche, den Rettungsring, die Karte. Sei vorsichtig, Joko. Oh nein. Alles in Ordnung? Ja, ich glaube schon. Oh nein, die Karte. Sie ist total nass. Ist das schlimm? Ohne Karte können wir unmöglich aufs Meer hinausfahren, weil wir dann nicht wissen, wo wir sind. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Oh, ich habe eine Idee. Ich weiß, wer uns da ganz sicher helfen wird. So, wer denn? Ich male uns ganz einfach einen Blauwal. Yippie! Habt ihr das gehört? Habt ihr vielleicht Lust, einen Wal mit uns zu malen? Ja, einen ganz großen! Einen Moment. Aber Louis, wie soll uns denn der Wal helfen? Wirst schon sehen. Um einen Blauwal zu malen, fange ich wie immer mit dem Kopf an. Ein großes Rechteck mit abgerundeten Seiten. Dann male ich ein schönes, rundes Auge mit einem Punkt in der Mitte. Also bei so einem großen Kopf hat er doch ganz bestimmt ein riesiges Maul. Ja, da hast du recht, Joko. Der Wal hat ein sehr großes Maul. Und jetzt male ich seinen Rücken, Joko. Genauso. Und wie sieht seine Schwanzflosse aus? Ein bisschen wie ein Herz. Warte, 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 das mache ich. Ist das richtig? Perfekt.
male ich den Strich weiter bis zum Kopf. Ich darf aber die kleine Flosse hier nicht vergessen, die wie ein Dreieck aussieht. Und schon ist er fertig. Sehr gut. Dann müssen wir ihn nur noch ausmalen. Wow, der ist ja riesig. Tja, das ist nun mal so. Tja, la 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 la. Wir Wale sind ja auch die größten Säugetiere der Welt. Guten Tag, meine Freunde. Mein Name ist Steven. Hallo, Steven. Steven, wir wollen einen Segeltörn machen, haben aber keine Karte.